Hallo Leute und willkommen zu diesem kurzen Deck-Profile. Wieder ein Deck von der YCS Rimini. Hier das Yangtze-Deck von Herrn Fenaroli, der damit in die Top 32 gekommen ist. Schauen wir uns das gemeinsam kurz an. Wir haben hier ein Taoti. Er spielt 3 Suani, 3 Bian, 2x Maxi, 3 Bixi, 3 Giotto, 1 Pulao und 2 Chiven sowie 2 Effect Vader. Dann einmal Raigeki, 3x Yangtze Path, also die Pot of Avarice Karte quasi. 2x Dark Hole, da die Monster sich hier immer setzen, also durch Karteneffekt oder Kampf zerstört werden, ist eine super Sache. Soul Charge, Synchro Deck, klar, macht hier sehr viel Sinn. Reasoning finde ich eine sehr, sehr interessante Karte. Er hat das so erklärt, dass er die Karte gerne First Turn spielt, dann nehmen die Leute an, es sei Infernoid und sagen dann 1 und das einzige Stufe 1 Monster, das er hat, das sind die beiden. Also praktisch jeden Fall kann er ein Monster specialen. Reasoning ist wirklich gut, probiert das mal aus. Dann haben wir 2x MST, 1x Torrential Tribute, reißender Tribut, 3x Yangtze Creation, 2x die Staple-Karte Mistake, also Fehler, 2x Skill Drain und Powerful Rebirth, auch 2x. Damit könnt ihr ein Monster vom Friedhof zurückholen, der Stufe 4 oder niedriger. Das kriegt dann ein Level dazu und 100 Angriffs und Defense dazu. Also ihr könnt damit noch viel bessere Kombinationen machen mit euren Tunern und Nicht-Tunern, da sie ein Level dazu kriegen. Zu den Extra-Deck-Karten. 1x Leo, 1 Chao Feng, 1x Trishula, weil es ist Trishula, 1x Beals, 1x Crimson Blader, 2x Baxia, 1x Yahtzee, 1x Clearwing Synchro Dragon, 1x Black Rose Dragon, 1 Goyo Guardian, 1x Armades, 2x Herald of the Arclight. Den könnt ihr beispielsweise mit Chiven und Bian rausstellen. Dann kann es nicht durch Kampf zerstört werden. Und der Effekt von dem hier ist ja, dass ihr ihn als Tribut anbieten könnt und die Aktivierung einer Zauberkarte legieren könnt. Ist super gegen Necros, also First Turn Chiven und Bian beispielsweise rausstellen. Oder den hier und Bixi, das kann man auch machen. Dann ist es einfach gegen Zauberkarten immun. Könne man, wie ihr wollt. Auf jeden Fall cooler Zug gegen Necros First Turn. Und noch den Child Dragon, der knuffig ist. Mit dem könnt ihr aus der Hand synchronisieren. Zum Side Deck, da spielt er 1x Rayo, 2x Didi Crow gegen Satella, wie er sagt. Creature Swap, den dritten MST. Necro Valley, super tolle Karte, um die ganzen Effekte, die auf den Friedhof ziehen von außen und die Karten aus dem Friedhof entfernen, zu verhindern. Beispielsweise Necros of Trishula wäre eine Variante. Da er nicht aus dem Friedhof entfernen kann, ist der ganze Effekt hinfällig. Mindcrush, mittlerweile auch ziemlich staple in jedem Main- oder Side-Deck. Der Crush-Card-Virus, den könnt ihr hier mit Giotto benutzen. Dann haben wir 2x Imperial Iron Wall und 2x Black Horn of Heaven. Das war's schon vom Deck-Profile. Den Download-Link für das DevPro und Yu-Gi-Oh! Pro-Dateichen, das findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen hoch, gebt mir ein Abo, dann verpasst ihr sicherlich nicht die nächsten Videos und die werden bestimmt kommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, Leute!